So, hallo und willkommen zum vierten Input-Block im Seminar Kognitive Konstruktionsgrammatiken. Heute wird es um die Konstruktion gehen, endlich, und um das gebrauchsbasierte Modell, nachdem wir in den ersten Blöcken vor allem die Annahmen der kognitiven Linguistik besprochen haben. Jetzt bewegen wir uns also in Richtung Konstruktionsgrammatiken. Und beginnen heute mit einem Überblick über verschiedene Konstruktionsbegriffe. Ich möchte Ihnen anders als bisher empfehlen, diesmal vielleicht die Lektüre vorzuziehen und das Video erst anschließend zu schauen. Es werden diesmal relativ verschiedene Konstruktionsbegriffe und neue Konzepte vorgestellt werden. Und vielleicht ist es da für Sie praktischer, sich zunächst einmal in der Lektüre einen Überblick über die Zusammenhänge zu verschaffen und dann das Video zu konsultieren. Ich werde heute nämlich in verschiedene Konstruktionsbegriffe einleiten bzw. sie anreißen und versuchen zu charakterisieren, dann übergehen dazu, die Beziehungen zwischen Konstruktionen ein bisschen zu beschreiben. Und das führt uns dann auch schon zu einem Netzwerk aus Konstruktionen. Und von dem Netzwerk von Konstruktionen werden wir dann relativ schnörkellos beim gebrauchsbasierten Modell landen. Bevor ich konkrete Konstruktionsbegriffe vorstelle, möchte ich kurz auf das sogenannte Komponentenmodell eingehen. Das Komponentenmodell ist ein Grammatikmodell, das von, ich würde meinen, allen generativen Grammatiktheorien vertreten wird und von dem sich die Konstruktionsgrammatiken abgrenzen wollten. Das heißt, die Konstruktionsgrammatiken sind auch entstanden, um den Problemen zu entkommen, die Sie in einem solchen Komponentenmodell gesehen haben. In einem Komponentenmodell, man kann das beschreiben, eigentlich die ganze Grammatik als eine Wörter- und Regelngrammatik. Das heißt, Sie haben so etwas wie ein mentales Lexikon. Da stehen Einträge zu gespeicherten Elementen in ihrem Geist drin, und zwar zu Wörtern oder Morphemen. Und diese Wörter oder Morpheme, die sind darin, sagen wir, formal und semantisch spezifiziert. Ich habe hier mal einen Lexikoneintrag für das Verb frighten, ängstigen, ausgesucht. Und jetzt grob vereinfacht könnte man sagen, dieser Lexikoneintrag sieht so aus. Der besteht aus einer semantischen Beschreibung der Art Cause, Agent, Go-To, Theme, nämlich Fear, to Goal. Das heißt, der Lexikoneintrag von Frighten besteht darin, in der Bedeutungsspezifikation, dass ein Agens verursacht, dass Furcht zu einem Ziel geht oder sich bewegt. Und das füttern wir in eine lexikalisch-konzeptuelle Struktur ein. Und mittels Regeln, die haben wir hier, werden dann Lexikonelemente in eine syntaktische Struktur eingefügt, nach bestimmten Regeln, die Sie hier sehen. Da kann man jetzt lesen, diese Regeln verbinden hier sozusagen Elemente aus dem Lexikon mit syntaktischen Strukturen. Hier das Agens nimmt eine bestimmte Stelle in dieser Struktur ein, das Thema eine andere und das Goal noch eine weitere. Und diese Strukturen, die enthalten jetzt natürlich das Universelle. Die Prinzipien dieses Strukturaufbaus sind universell. Und die sind sozusagen angeboren und befinden sich in einem Syntaxmodul, von dem das Lexikon vollständig getrennt ist, von dem auch die Konzeptstruktur vollständig getrennt ist.
die bildet ein eigenes Modul und so weiter und so fort. Und über diese Prinzipien des Strukturaufbaus zusammen mit diesen Regeln und den Lexikoneinträgen wird eine syntaktische Struktur generiert, die auch bestimmte Bedeutungen schon spezifiziert, aber die dann in eine offene Struktur nochmal überführt werden muss, damit die Struktur, die letztliche syntaktische Struktur, die uns dann in der Sprache begegnet, im Sprechen, in der Parole, dass die dann auch erstens interpretiert werden kann, Semantik, und dass sie eine phonologische Form bekommt. Das ist also das Komponentenmodell. Jetzt gibt es bestimmte Phänomene, die in solchen Komponentenmodellen selten oder gar nicht besprochen werden. Hier haben wir ein paar Beispiele für solche Phänomene. Das sind zum Beispiel grammatische Phraseme des Typs geschweige denn, also ich mag keine roten Beete, geschweige denn Neidhammel, oder Sprichwörter wie Morgenstund hat Gold im Mund, oder Idiome wie jemandem auf die Finger schauen, oder auch schematische Idiome, oder sagen wir schematischere Idiome wie was macht XY, wobei X und Y ersetzt werden können durch die Fliege in meiner Suppe, also was macht die Fliege in meiner Suppe. Die Konstruktionsgrammatik wurde jetzt genau an solchen scheinbaren Randphänomenen entwickelt. Also die frühesten Konstruktionsgrammatiken, zum Beispiel die von Charles Fillmore. Und zwar, weil diese Randphänomene für das Komponentenmodell Probleme darstellen. Diese Phänomene, die haben sozusagen keinen eigenen Ort im Komponentenmodell. Das werden wir gleich noch näher betrachten. Und das zentrale Anliegen der Konstruktionsgrammatik war der theoretische Umgang mit solchen Phänomenen und vor allem auch mit deren nicht-kompositionellen Bedeutungen. Ein bisschen technischer würde man sagen, diese Ausdruckstypen folgen nicht dem Kompositionalitätsprinzip. Dieses Kompositionalitätsprinzip, das haben Sie bestimmt schon kennengelernt in Ihren Einführungsveranstaltungen zur Grammatik oder zur Semantik. Und es besagt, grob gesprochen, etwa Folgendes, nämlich, dass die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks sich aus den lexikalischen und grammatischen Bedeutungen der einzelnen Ausdrücke ergibt und ihrer syntaktischen Verbindung. Und genau das war ja eben bei diesen Phrasemen, Sprichwörtern, Idiomen nicht der Fall. Hier sind sie nochmal. Und keines von denen hat nun eine kompositionelle Bedeutung. Bei dem schematischen Idiom, was macht die Fliege in meiner Suppe, könnten Sie jetzt sagen, na doch, vielleicht ist das ja doch kompositionell, denn es geht ja tatsächlich darum, was die Fliege in meiner Suppe macht. Das ist aber nicht der Fall, denn in der Äußerungsbedeutung hier, in der Ausdrucksbedeutung, müssten wir im Falle der Konstruktionsgrammatik sagen, enthält diese Frage noch viel mehr als nur die Frage, die sachliche Frage danach, welche Tätigkeit die Fliege gerade in der Suppe vornimmt. Nämlich es geht ja da auch darum, sowas wie Empörung auszudrücken. Und das ist tatsächlich in der komponierten Bedeutung dieser Ausdrücke nicht enthalten. Und aus Sicht der Konstruktionsgrammatik hat das Komponentenmodell jetzt das Problem, dass es in diesem Modell für solche zusammengesetzten Ausdrücke mit nicht kompositioneller Bedeutung sozusagen keinen Ort gibt. Im Komponentenmodell geht man eher davon aus, dass sich im Lexikon eher unzusammengesetzte, einfache Elemente befinden und dass komplexe Ausdrücke über Regeln sich aus lexikalischen Einheiten zusammensetzen lassen. Das ist das eine.
Das andere ist, dass die Komponentenmodelle, vor allem hier solche mit einer generativen Syntax, davon ausgehen, dass es eine strikte Trennung von Semantik und Pragmatik gibt. Und diese strikte Trennung wird in der kognitiven Linguistik und da in der kognitiven Semantik nicht vorgenommen. Man braucht aber für diese komplexen und nicht kompositionellen Ausdrücke eine kompositionelle Semantik, weil man sonst mit ihnen nicht umgehen kann. Das heißt, man braucht einen Mechanismus, um zu sagen, das ist nicht wörtlich zu verstehen, und wörtlich heißt hier als Summe der Bedeutungen der Einzelausdrücke, sondern irgendwie anders. Und das müsste dann von der Pragmatik geregelt werden. Das heißt, es gibt hier weder im Lexikon noch, das sollte klar sein, im Strukturaufbau, im syntaktischen Strukturaufbau, noch in einer kompositionellen Semantik, die dann auf der syntaktischen Struktur operiert, die Möglichkeit, hier eine nicht kompositionelle Bedeutung abzulesen. Und diese Probleme waren ein Anlass dafür, so etwas wie Konstruktionen anzunehmen. Beginnen wir mit einem ersten Konstruktionsbegriff, nämlich dem von George Lakoff. Lakoff ist der Begründer der KXG, ist die Konstruktionsgrammatik oder kognitive Konstruktionsgrammatik. Und ich möchte gar nicht so detailliert auf seine Konstruktionsdefinition eingehen, sondern nur an ihr beispielhaft zeigen, wie dabei mit nicht kompositionellen und trotzdem zusammengesetzten Ausdrücken umzugehen ist. Eine Grundannahme, die auch unter dem Konstruktionsbegriff liegt, ist, dass bestimmte zusammengesetzte Wahrnehmungs- oder Vorstellungsinhalte psychologisch simpler sind als die Summe ihrer Bestandteile. Und solche Wahrnehmungs- oder Vorstellungsinhalte nennt man Gestalten nach der Gestaltpsychologie. Psychologisch simpler heißt, dass sie für uns leichter zu verarbeiten sind, auch leichter zu evozieren und dass sie einen basalen Status innerhalb unserer Erfahrung haben. Und genau das trifft ja zum Beispiel auf die Bildschemata zu, deren Miterfinder, Entdecker auch Lakoff gewesen ist. Solche Bildschemata, erinnern Sie sich beispielsweise an das Behälterschema, die sind nicht atomar, das heißt, die besitzen Teile. Es gibt da drin etwas, das etwas anderes enthält und Strukturelemente des Behälters und so weiter und so fort. Es ist also etwas Zusammengesetztes, aber es ist trotzdem für unsere Erfahrung ganz basal. Also es lässt sich nicht in noch basalere Einheiten auflösen. Es lässt sich in kleinere Einheiten auflösen, die sind dann aber für unsere Erfahrung nicht mehr genauso basal wie das Bildschema als Ganzes. Und das setzt sich jetzt in einen Konstruktionsbegriff fort, der folgendermaßen aussieht. Jede Konstruktion ist nämlich ein Form-Bedeutungspaar, bestehend aus F und M, Form-Meaning, wobei F eine bestimmte Form ist und M eine bestimmte Bedeutung und ein bestimmter Gebrauch. Hier wird das Bedingungen genannt, aber es läuft darauf hinaus, dass es bestimmte Formen und bestimmte Bedeutungen sein müssen. Und mit Bedeutung, das ist hier ganz wichtig, ist Meaning and Use gemeint. Also im Falle einer Konstruktionsgrammatik, einer kognitiven Konstruktionsgrammatik, Konzepte und die Bedingungen ihrer Anwendung. Das heißt, wenn wir hier ein Beispiel nehmen, zum Beispiel geschweige denn, dann bildet das jetzt eine mögliche Konstruktion.
oder eine tatsächliche Konstruktion aus einer Form und einem Meaning, FM, im Deutschen könnten wir auch FI sagen, Form und Inhalt, oder Ausdrucksbild und Inhaltsbild. Und das besteht aus der Form geschweige denn und dem, was wir uns darunter vorstellen können, sollen und einer Vorstellung auch vom Gebrauch davon. Der Vorteil eines solchen Konstruktionsbegriffs ist natürlich, dass hierbei die Form theoretisch beliebig groß sein kann und der Inhalt, das Meaning, ebenfalls beliebig umfangreich sein kann. Die Grenzen dieser Umfänge von F und M, von Form und Bedeutung, die sind hier praktisch empirisch gezogen, nämlich durch kognitive Gegebenheiten. Welche solcher Form-Bedeutungspaare können in unserer Kognition bestehen und welche nicht? Und hier gehen wir auch schon zur Goldbergschen Konstruktionsdefinition über. Goldberg, die Schülerin von Lakoff, ihre Definition ist vielleicht die einflussreichste. Und ein Hauptunterschied zu derjenigen von Lakoff besteht darin, dass Lakoff uns zwar sagt, welche Eigenschaften eine Konstruktion hat, er sagt uns aber nicht, was alles als Konstruktion gilt. Und das ist bei Goldberg anders. Und Sie sehen hier schon neue Beispiele, nämlich Derivationsmorpheme und Flexionsmorpheme wie R, großer, ung wie in Trauung, also Suffixe. Dann Wörter, die nicht zusammengesetzt sind, groß und Knecht. Die Derivations- und Flexionsmorpheme sind natürlich auch nicht zusammengesetzt. Dann aber auch zusammengesetzte Wörter wie Weberknecht. Und dann sowas wie eine schematische Konstruktion aus drei schematischen Satzgliedern und einem Verb legen. Also NP legt NP PP. Eine Konstruktion verursachter Bewegung, zum Beispiel Peter legt das Buch auf den Tisch. Und die hält jetzt Goldberg für Konstruktionen und zwar infolge der folgenden Definition. Nämlich etwas ist eine Konstruktion, if, das ist ein wenn und nur wenn C ein Formbedeutungspaar ist, das kennen wir schon, aber jetzt kommt das Neue, so dass irgendein Aspekt der Form oder irgendein Aspekt der Bedeutung nicht strikt vorhersagbar ist aus den Teilen von C der Konstruktion oder aus anderen Konstruktionen, die es gibt. Und diese Definition ist so gemeint, dass tatsächlich nun das alles, was Sie hier sehen, als Konstruktionen gelten. Und zwar aus dem Grund, dass bestimmte Aspekte ihrer Form oder ihrer Bedeutung nicht strikt vorhersagbar sind aus ihren Teilen oder aus anderen Konstruktionen. In der Definition kommt der Passus der Component Parts vor und das rekurriert natürlich wieder auf das Kompositionalitätsprinzip. Die Frage ist jetzt allerdings, was gilt eigentlich als kompositionell? Das ist hier auch die Masterfrage. Denn ob das Kompositionalitätsprinzip als eingehalten oder als nicht eingehalten klassifiziert wird, das hängt davon ab, was man in der Grammatiktheorie für Vorentscheidungen trifft. Solche Vorentscheidungen betreffen zum Beispiel, was Lexikon und was Grammatik ist.
Also, was steht denn alles im Lexikon? Und hier scheint die Konstruktionsgrammatik davon auszugehen, dass im Lexikon Wörter oder Morpheme stehen, dass aber alles Zusammengesetzte dann nicht mehr im Lexikon drin steht. Und es hängt von der Vorentscheidung ab, welchen Typ von Semantik man annimmt. Zum Beispiel, ob man von einer strikten Trennung von Semantik und Pragmatik ausgeht und welchen Bedeutungsbegriff man in der Konsequenz vertritt. Und jetzt ist es so, dass die Konstruktionsgrammatik, um das vorwegzunehmen, die Trennung von Lexikon und Grammatik tatsächlich aufgibt. Und in der Einleitung in die kognitive Linguistik haben wir schon gesehen, dass auch die Trennung von Semantik und Pragmatik nicht beibehalten wird, weil Ausdrücke nur noch als Zugangspunkte zu Bedeutungskonstruktionen mit Hilfe von enzyklopädischem Wissen begriffen wird. Das heißt, dass das Kompositionalitätsprinzip unter diesen Vorzeichen relativ leicht zu unterlaufen ist. Und das führt dann dazu, dass man es mit sehr vielen Konstruktionen in der Sprache zu tun hat, also mit sehr vielen Ausdrücken, die deren Bedeutung oder deren Formaspekte nicht mehr durch ihre Teile oder auf Basis von anderen Konstruktionen vorhergesagt werden können. In anderen Grammatiktheorien geht man aber nicht von solchen Annahmen aus, hat man nicht solche Vorentscheidungen getroffen, sondern andere. Und das führt dazu, dass eine Konstruktionsgrammatikerin oder ein Konstruktionsgrammatiker einen Ausdruck als nicht strikt kompositionell bezeichnen könnte, den eine Vertreterin oder ein Vertreter einer anderen Grammatiktheorie als strikt kompositionell bezeichnen würde. Das müssen Sie im Hinterkopf behalten, wenn wir hier über Kompositionalität sprechen. So, und hier sehen Sie jetzt eine Darstellung einer Konstruktion in der Goldbergschen Konstruktionsgrammatik. Hier das obere Schema, das ist eine Caused Motion Construction. Und der Punkt dabei ist jetzt, das ist weder ein Wort noch ein Morphem, diese Konstruktion. Sie ist aber trotzdem in unserem Gedächtnis gespeichert. Und als Konstruktion hat sie einen semantischen und einen syntaktischen Pol, eine Form- und eine Inhaltsseite. Und bei dieser Konstruktion handelt es sich jetzt um eine Caused Motion Construction, das heißt um verursachte Bewegung. Auf der semantischen Seite ist mit der verursachten Bewegung ein Frame verbunden, oder das ist sozusagen ein Frame, der bestimmte Rollen vorgibt, Cause, Goal und Theme, wobei hier Cause und Theme fett gedruckt sind. Das heißt, in diesem Frame sind Cause und Theme ja durch die Aufmerksamkeit hervorgehobene Rollen, die diesen Frame oder die wesentliche Elemente, Kernelemente dieses Frames sind. Also etwas verursacht, der Causer, dass etwas anderes sich bewegt, das Theme. Auf der syntaktischen Seite haben wir Korrespondenzen zwischen Rollen und syntaktischen Funktionen, nämlich hier Subjekt, Oblique, das ist eine Phrase, eine Konstituente, die mit einer Präposition eingeleitet wird, und ein Objekt. Wir sehen, dass es hier noch überhaupt kein Verb gibt. Dieses semantische Prädikat cause move, das würde in der Syntax durch ein Verb realisiert werden, durch ein verbales Prädikat. Diese Konstruktion enthält aber überhaupt kein konkretes Verb oder ein konkretes verbales Prädikat. Und das ist genau der Witz an der Konstruktion.
Auf der unteren Seite sehen wir jetzt, wie eine Konstruktion oder diese Konstruktion mit einem konkreten Verb fusionieren kann. Und zwar in diesem Fall hier mit dem Verb put oder dem verbalen Prädikat put. Und dieses Prädikat put bringt jetzt seine eigenen Rollen mit, die in die Konstruktion eingefügt werden müssen, beziehungsweise die mit den Rollen der Konstruktion fusioniert werden müssen. Und das Prädikat put bringt jetzt die Rollen des Putters, des Ortes, wohin geputtet wird, und des Geputteten mit. Die sind hier alle fett gedruckt. Das bedeutet, das sind wesentliche Elemente, die von dem Verb put gefordert werden. Man bezeichnet diesen Prozess, diesen kognitiven Prozess, in dem Elemente durch die Aufmerksamkeit hervorgehoben werden, in Abhängigkeit davon, zu welchem Frame sie gehören oder die Rollen welches Verbs sie darstellen. Diesen Mechanismus oder diese kognitive Routine nennt man Profilierung. Was heißt nun Profilierung? Wir haben hier eine Definition von Langacker. Und Langacker, ich würde sagen, wahrscheinlich zusammen mit Fillmore, die haben diesen Profilierungsbegriff geprägt. Der von Langacker ist wahrscheinlich der bekannteste und auch wichtigste. Und diese Profilierung ist eine kognitive Routine, die wir vornehmen. Und zwar ist es so, dass wir hier, wie bei dem Ausdruck Verschluss oder bei dem Konzept Verschluss, da ist es so, dass der Ausdruck Verschluss eine Konzeptualisierung in uns hervorruft. Und damit wir den Verschluss konzeptualisieren können, müssen wir diesen Verschluss vor einer bestimmten konzeptuellen Basis konzeptualisieren. Das heißt, wir können uns einen Verschluss nicht ohne einen dazugehörigen Behälter vorstellen, den er verschließt. Und das Profiling bei Verschluss besteht darin, dass wir eine bestimmte Substruktur einer zusammengesetzten Struktur profilieren, das heißt mit der Aufmerksamkeit aussondern und darauf unsere Aufmerksamkeit legen. Das heißt, wir wollen ja hier nicht den ganzen Behälter samt Deckel konzeptualisieren und aussondern, sondern nur den Deckel. Der funktioniert als Deckel, aber nur vor dem Hintergrund eines Behälters, den er verschließt. Und so funktioniert das auch hier innerhalb der Konstruktion in der Goldbergschen Konstruktionsgrammatik. Sie sagt, differences in profiling correspond to differences in the prominence of substructures within a semantic frame, reflecting changes in our distribution of attention. Das heißt, unterschiedliche Intensitäten der Aufmerksamkeit auf verschiedenen Elementen, Substrukturen in einem Frame. Hier sehen Sie auch endlich einmal den innigen Zusammenhang von Frame und Konstruktion. Die Konstruktion hat sozusagen als semantische Seite einen Frame. Genau. Und 11 Jahre nach dieser Definition von Goldberg für eine Konstruktion hat sie eine zweite Definition nachgeschoben, die sich von der ersten unterscheidet. In dieser zweiten Definition wird Folgendes gesagt: Jedes sprachliche Muster ist als Konstruktion zu bewerten, solange ein Aspekt seiner Form oder Funktion nicht strikt vorhersagbar ist aus seinen Teilen oder aus anderen Konstruktionen. Dieser erste Teil entspricht sozusagen der alten Definition.
Aber jetzt gibt es noch einen Zusatz, nämlich Muster werden auch als Konstruktion gespeichert, wenn sie vollständig vorhersagbar sind, aus ihren Teilen oder aus anderen Konstruktionen, solange sie nur mit einer hinreichenden Frequenz auftreten. Das heißt, jetzt ist die Nichtkompositionalität keine Bedingung mehr für den Status eines Ausdrucks als Konstruktion. Das heißt, so ein Element wie spielte, das zusammengesetzt ist aus Spielen und der Präteritumform der ersten und dritten Person, das wäre wahrscheinlich als vollständig kompositionell zu bewerten, aber weil es auch vermutlich in einer sehr hohen Frequenz auftritt, wäre es trotzdem eine Konstruktion. Und dieser Zusatz in der Definition von Konstruktion, in der Goldbergschen Konstruktionsgrammatik, der öffnet jetzt die Konstruktionsgrammatik dem Sprachgebrauch, das heißt auch der empirischen Untersuchung von Konstruktionen, insbesondere der Korpuslinguistik, weil es ja um relative Frequenzen von Ausdrücken geht und die lässt sich in Korpora untersuchen. Eine zentrale Frage, die sich im Kontext dieser neuen Definition stellt, insbesondere im Kontext dieses Zusatzes, ist, was eigentlich als hinreichende Frequenz zu gelten hat. Konstruktionen sollen ja Elemente unseres Sprachwissens sein. Das heißt, wir sollen Konstruktionen in unserem Gedächtnis gespeichert haben, wo sie abrufbar sind. Der Status als Konstruktion, der wird aber nun hier gebunden an das Frequenzprinzip. Das heißt, als Einheit unseres Sprachwissens existiert eine Konstruktion nur, wenn sie vorher in hinreichender Frequenz aufgetreten ist. Und wie hoch diese Frequenz sein muss oder welche Qualität diese Frequenz haben muss, das ist aber eine ungeklärte Frage. Das hindert aber Konstruktionsgrammatikerinnen und Konstruktionsgrammatiker nicht daran, die Frequenz von bestimmten Ausdrücken im Gebrauch zu messen, zu quantifizieren und daraus ihren Konstruktionsstatus abzuleiten, anzuregen, vorzuschlagen und in Erwägung zu ziehen. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Konstruktionsbegriff, nämlich demjenigen von Ron Langacker in der Cognitive Grammar. Das ist die einzige Konstruktionsgrammatik, die den Konstruktionsbegriff nicht im Namen hat. Das hängt daran, dass die Cognitive Grammar schon älter ist als die Konstruktionsgrammatiken. Und als die Konstruktionsgrammatiken dann sozusagen populär geworden sind, vor allem durch Goldbergs Anfang der 90er bis Mitte der 90er und dann bis heute, da hat dann Ron Langacker gesagt, ja, aber meine Cognitive Grammar ist auch schon immer eine Konstruktionsgrammatik gewesen. Und dem ist zuzustimmen, auch wenn es einen kleinen opportunistischen Beiklang hat. In der Cognitive Grammar, in der kognitiven Grammatik, funktioniert eine Konstruktion natürlich auch als eine Paarung aus einer semantischen Struktur und einer phonologischen Struktur. Wohlgemerkt sagt Langacker hier nicht syntaktischen Struktur. Das ist nicht ganz irrelevant, aber darauf können wir auch nicht im Detail eingehen. Und das ist also eine symbolische Struktur aus einer semantischen und einer phonologischen Struktur, hat also auch zwei Seiten. Und Konstruktionen entstehen durch Komposition und Integration von kleineren Form-Inhaltspaaren. Hier im Beispiel haben wir ein Form-Inhaltspaar, das aus
Char besteht, also Marmelade. Hier der phonologische Pol, hier der semantische Pol und das Ganze bildet ein Symbolic Assembly, also mit anderen Worten ein Zeichen. Und hier auf der anderen Seite haben wir das Ganze ebenfalls mit dem Deckel oder dem Verschluss, den wir eben schon bei der Charakterisierung von Profiling gesehen haben. Und diese Elemente stehen zueinander in der Beziehung einer Symbolisierung. Und was jetzt passiert, damit sie zur Konstruktion werden, ist, dass sie miteinander kombiniert werden. Das ist ein Prozess der Komposition, den sehen wir hier. Eine Komposition auf der semantischen Seite, eine Komposition auf der phonologischen Seite. Und heraus kommt jetzt sozusagen das komponierte Produkt Charlit, also Marmeladenglasverschluss, Marmeladenglasdeckel. Und das ist eine Konstruktion. Entscheidend sind hier drei Prozesse, nämlich derjenige der Komposition, derjenige der Integration und derjenige der Symbolisierung. Die Symbolisierung besteht zwischen den beiden Polen, dem semantischen und dem phonologischen. Die Komposition betrifft die semantische, oder nein, nicht die semantische, die Zusammenfügung der Elemente auf beiden Seiten. Und die Integration, die betrifft vor allem die Integration von zwei Konzepten zu einem neuen Konzept, wobei nur bestimmte Elemente der beiden Konzepte in das neue Konzept eingehen. Und zwar nämlich auf diese Weise. Wir haben das Konzept von Char, also vom Marmeladenglas, hier mit einer Profiling-Struktur, das ist wieder das Fettgedruckte. Und wir haben ein Konzept von dem Verschluss, vom Deckel. Und da wissen wir ja, bei Verschluss wird nur dieses Element hier geprofiled, profiliert und das untere, der Behälter, bildet sozusagen nur die konzeptuelle Basis relativ zu der Verschluss, dieses Element des Konzepts hier ausgesondert wird, profiliert wird. Und was jetzt bei einer Integration passiert, auf der semantischen Seite, ist folgendes. Das Konzept von Char fusioniert sozusagen mit dem schematischen, aber nicht profilierten Behälter bei Lid. Und das ist mit Integration gemeint. Und so eine solche Integration gibt es auch auf der phonologischen Ebene. Was hier passiert ist, dass es ja ein schematisches Konzept eines zusammengesetzten Ausdrucks mit Lid gibt, wobei das Erstglied eines Kompositums dabei nur schematisch vorhanden ist. Und dieses schematische Element, das fusioniert jetzt in der Integration mit dem Wort Char. Und das Produkt aus dieser Integration ist Char-Lid, Marmeladenglasdeckel oder Marmeladendeckel. Und so funktioniert die Konstruktion in Langhecker. Sie ist das Produkt einer Komposition. Daraus wird schon ersichtlich, dass nicht jedes Zeichen eine Konstruktion ist, sondern nur Produkte von Integration und Komposition. Und das ist ein wichtiger Unterschied zur KXG von Goldberg. Was die Kompositionalität betrifft, da ist Langeckers kognitive Grammatik wie bei fast allen anderen Aspekten auch die am besten
durchdachte Konstruktionsgrammatik für Längecker bildet Kompositionalität eine Skala von stark kompositionell. Das heißt, da ist man dann nah dran, dass die zusammengesetzte Äußerung eine Bedeutung hat, die sich aus der Zusammensetzung der einzelnen Elemente ergibt, bis hin zu nicht kompositionell, wo sozusagen die zusammengesetzte Bedeutung wenig mit den Einzelbedeutungen der einzelnen Komponenten zu tun hat. Das ergibt sich aus der Funktionsweise der Integration und der Komposition, insbesondere der damit verbundenen kognitiven Routinen, die mit dem sogenannten Construal zu tun haben, wozu auch die Profilierung gehört, aber auch die Frage, welche Komponenten eines Konzepts in eine komponierte Struktur eingehen. Beim Beispiel Charlit ist es so, dass Lengecker sagt, dass das hier eine Bedeutung annimmt, die sehr nah am Pol der Kompositionalität sich bewegt. Hier sehen Sie auf der rechten Seite jetzt noch eine Konstruktion im Sinne der radikalen Konstruktionsgrammatik von William Croft. Auf der linken Seite sehen Sie aber wieder das Lengecker-Zitat. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, Croft lehnt sich in vielen seiner Annahmen stark an die kognitive Grammatik von Lengecker an. Die zweite ist, dass Croft selbst keine besonders elaborierte Konstruktionsdefinition vorlegt. Er sagt zum Beispiel, dass Konstruktionen Äußerungstypen sind. Und Äußerungstypen hängen natürlich vom Äußerungsbegriff ab und der Äußerungsbegriff, den Croft anlegt, der bewegt sich ziemlich nah am Satzbegriff. Das heißt, Konstruktionen fallen in diesem Sinne mit Sätzen zusammen, beziehungsweise mit den Strukturen von Sätzen oder mit der Größeneinheit Satz. An anderen Stellen spricht dann Croft aber auch oft von kleineren Einheiten auf Wortebene und so weiter und so fort. Das heißt, hier ergibt sich kein konsistentes Bild eines Konstruktionsbegriffs und deshalb habe ich hier nochmal denjenigen von Lengecker aufgeführt. Was wir aber am Schema von Croft sehen können, ist, dass er einen bestimmten Aufbau einer Konstruktion annimmt und auch hier finden wir wieder die Formseite und die Inhaltsseite, also das Form-Meaning-Pairing. Hier haben wir zwei Einzelkonzepte von Heather und Sing und hier haben wir zwei sprachliche Ausdrücke, nämlich Heather und Sings. Und zwischen diesen Elementen bestehen jetzt bestimmte Arten von Beziehungen. Das Ganze ist zunächst einmal die Konstruktion. Also das hier ist als Ganzes eine Konstruktion, wie gesagt. Und hier sieht man das wieder. Das Ganze ist sozusagen satzförmig, Heather sings. Und jetzt bestehen bestimmte Beziehung. Die klarste Beziehung ist wieder einmal die der Symbolisierung zwischen einer Form und einem Inhalt, und zwar zwischen den einzelnen Komponenten, aber auch zwischen den zusammengesetzten Elementen. Dann haben wir Teil-Teil-Relation, nämlich die zwischen dem Konzept von Heather und dem Konzept von Sing. Und wir sehen, dass eine solche Teil-Teil-Relation nicht auf der syntaktischen Ebene existiert. Also es gibt sozusagen keine kanonische Beziehung, die zwischen dem Ausdruck Heather und dem Ausdruck Sings bestünde. Da müssen wir ein Kreuz hinmachen. Das sind
traditionell eigentlich syntaktische Relationen. Das heißt, man würde sowas sagen in anderen Theorien und auch in anderen Konstruktionsgrammatiken. Heather ist das Subjekt von sings oder zu sings. Croft sagt, das ist nicht der Fall, und zwar weil solche Relationen nicht universell sind. Die findet man nicht in allen Sprachen. Und seine Konstruktionsgrammatik, die verfolgt vor allem typologische Ziele. Das heißt, sie möchte eine Sprachtheorie sein, eine Konstruktionsgrammatik, mit der man die Sprachen der Welt beschreiben kann. Und wenn bestimmte Relationen in Konstruktionen nicht universell sind, dann können sie auch nicht in den Konstruktionsbegriff eingehen. Und solche Teil-Teil-Relationen innerhalb der sprachlichen Formseite, innerhalb der Syntax, die sind nicht universell und deshalb sollten sie auch nicht angenommen werden. Das heißt, Teil-Teil-Beziehungen gibt es nur auf der semantischen Seite. Was universell ist, das sind Teil-Ganzes-Beziehungen, das sind hier die Grünen. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass Heather in einer intransitiven Struktur, Heather sings ist eine intransitive Struktur, das Subjekt ist. Das ist was anderes als zu sagen, Heather ist das Subjekt von sings. Vielmehr ist Heather das Subjekt in einer intransitiven Struktur und sings ist das Prädikat, das verbale Prädikat in einer intransitiven Struktur. Und solche Teil-Ganzes-Beziehungen gibt es dann natürlich auch auf der semantischen Ebene. Das Konzept von Heather und das Konzept von Sing, da kann man sagen, die stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander, so dass Heather das Agens von Sing ist. In meiner Instruktionsgrammatik benutze ich auch den Konstruktionsbegriff. Ich sage, dass verschiedene Äußerungen über verschiedene Ereignisse als Instanzen derselben Konstruktion beschrieben werden können. Ich sage auch, dass wir sowas wie Gemeinsamkeiten in der Konzeptualisierung von verschiedenen Ereignissen abstrahieren können und dass die Konsequenz aus beidem ist, dass mit einer Konstruktion invariante Ereigniskonzeptstrukturen korrelieren. Der Unterschied zu den anderen Konstruktionsbegriffen ist hier, dass das nur ein deskriptives Konstrukt ist. Das heißt, ich behaupte damit nicht, dass Konstruktionen im Kopf als Wissen existieren, sondern erstmal nur, dass wir Ereigniskonzepte oder dass Ereigniskonzepte, wenn wir sie schematisch beschreiben, mit Satzstrukturen korrelieren, wenn wir diese auch schematisch beschreiben. Damit ist noch nichts über sowas wie eine psychische Realität gesagt. Das Beispiel wäre hier, Nicole hat die Milch runtergeworfen mit der Struktur hier aus einer NP im Nominativ, einem Auxiliar, einer NP im Akkusativ, einem Partikel, einem Präpositionaladverb und einem Verb. Und diese Konstruktion ist natürlich auch sowas wie verursachte Bewegung im weitesten Sinne. Und hier haben wir eine Illustration, eine Konzeptstruktur, die damit verbunden ist und die bestimmte Informationen enthält, die schematisch genug sind, damit sie systematisch mit einer bestimmten syntaktischen Struktur korreliert. Hier haben wir noch eine andere Darstellung, die noch ein bisschen schematischer ist, nämlich hier eine syntaktische Struktur und hier eine Konzeptstruktur. Und die Idee ist, dass es jetzt viele Äußerungen gibt,
die diese syntaktische Struktur instanzieren und gleichzeitig verbunden sind mit einer Konzeptstruktur, die dieses Schema hier instanziiert. Wohlgemerkt ist hier wieder nicht behauptet, dass das Ganze hier eine psychische Realität hat, sondern ich würde eher sagen, eine konkrete Konzeptualisierung eines Ereignisses hat eine psychische Realität und wir können als Linguisten bestimmte Schemata daraus extrahieren und Gemeinsamkeiten zwischen konkreten Konzeptualisierungen finden. Die Schemata selbst, ob die psychische Realität haben, das ist eine ganz andere Frage, der gegenüber ich zumindest bisher mich noch nicht festlegen möchte. Ich habe jetzt ein paar Konstruktionsbegriffe charakterisiert. Das konnte nicht mehr als Andeutungen sein. Die Frage ist, ob es zwischen diesen Konstruktionsbegriffen jetzt Gemeinsamkeiten gibt. Gibt es hier sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Und ich meine hier auf der linken Seite, das wäre ein Kandidat für einen gemeinsamen kleinsten Nenner aller Konstruktionsbegriffe, nämlich erstens, dass es so etwas wie Konstruktionen gibt, also den Konstruktionsbegriff selbst, der besteht in einer symbolischen Verbindung. Zwischen einem konventionellen Inhaltsbild und einem konventionellen Ausdrucksbild. Dabei ist jetzt noch nichts darüber gesagt, welchen Status Konstruktionen in einer Grammatik haben, ob die ganze Grammatik sozusagen aus Konstruktionen besteht oder ob nur bestimmte Teile der Grammatik Konstruktionsstatus haben. Es ist auch nichts darüber gesagt, ob Konstruktionen nur nicht kompositionelle Bedeutungen abdecken oder auch kompositionelle Bedeutungen. Die konventionellen Ausdrucksbilder und Inhaltsbilder, da sehen wir auf der Inhaltsseite semantische Eigenschaften, pragmatische Eigenschaften und diskursfunktionale Eigenschaften und auf der Ausdrucksseite phonologische Eigenschaften, morphologische Eigenschaften, syntaktische Eigenschaften und vielleicht auch Eigenschaften, die über die Satzgrenze hinausgehen. Aber das ist ausgearbeitet wieder mal nur bei Längecker. Wenn Sie Unterschiede zwischen den einzelnen Konstruktionsbegriffen herauspräparieren wollen, dann kann ich Ihnen hier diese Literaturangaben empfehlen. Dazu ist zu sagen, dass nicht einmal hier die Hauptvertreter der einzelnen Konstruktionsgrammatiken im Einzelnen sagen können, ob sich ein Begriff aus ihrer Theorie tatsächlich von einem Begriff einer anderen Theorie unterscheidet. Und wenn ja, worin diese Unterschiede im Einzelnen liegen. Das sagen sie auch so. Zum Beispiel Croft sagt das über die Unterschiede zur kognitiven Grammatik. Da ist er sich nicht sicher, ob die in bestimmten Hinsichten bestehen oder nicht bestehen. Und Längecker und Goldberg diskutieren darüber, ob bestimmte Einheiten aus ihrer beider Grammatiken jetzt das Gleiche sind oder verschiedene Sachen. In dieser Aufstellung hier habe ich versucht, einmal Unterschiede zwischen den verschiedenen Konstruktionsgrammatiken aufzuzeigen. Ein erstes Kriterium für Unterschiede wäre hier in der ersten Spalte die Frage, ob die Konstruktionsgrammatik der Kognition ein Primat einräumt. Das heißt, die Frage, ist das tatsächlich
Eine reinrassige kognitive Grammatik bildet die Kognition sozusagen die letzte Erklärungsinstanz für sprachliche Erscheinungen. Und das ist in den drei großen, Konstruktionsgrammatiken tatsächlich der Fall. In der Instruktionsgrammatik sage ich nein. Das heißt, die Kognition, was wir über die Kognition denken, ist letztlich nochmal von der Praxis abhängig. Also letztlich steht die Kognition im Dienste der Pragmatik. Und das ist die letzte Erklärungsinstanz. Der zweite Faktor wäre die Frage, ob kognitive Routinen wie Profilierung und Schematisierung, ob die tatsächlich als kognitive Prozeduren angesehen werden. Also die Frage, ob die kognitiv real sind. Und da sagen auch die drei großen Konstruktionsgrammatiken ja, das ist so, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Wieder einmal ist es hier Lengeckers kognitive Grammatik, die in dieser Hinsicht am reflektiertesten ist und am meisten dazu sagt. Die Instruktionsgrammatik ist hier skeptisch, die sagt erstmal nein, das sind keine echten kognitiven Prozeduren, weil es für sie keine sprachunabhängige Evidenz gibt. Wir können mit diesen Prozeduren keine sprachlichen Erscheinungen erklären, weil die sprachlichen Erscheinungen selbst nur die einzige Evidenz für diese Prozeduren sind und dass das zirkulär ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass ohne sprachunabhängige Evidenz solche Prozeduren nicht als kognitiv real angesehen werden sollten. Die dritte Frage ist, ob eine 1:1-Korrelation zwischen kognitiver Verfestigung von sprachlichen Einheiten und ihrer Frequenz im Sprachgebrauch angenommen wird. Und hier ist es so, dass die kognitive Grammatik eine solche 1:1-Korrelation zwischen hoher Frequenz und hoher kognitiver Verfestigung nicht annimmt, vor allem auch deswegen, weil sie selbst keine frequenzbasierten Analysen macht. In der KXG ist es so, dass theoretisch diese Korrelation nicht zu bestehen braucht, dass es empirisch aber so ist, dass oft die Frequenz einer sprachlichen Erscheinung einfach gleichgesetzt wird mit dem Grad ihrer kognitiven Verfestigung. Und das ist hier sozusagen einen kleinen Konflikt zwischen theoretischen Annahmen und forschungspraktischen Gegebenheiten gibt. In der radikalen Konstruktionsgrammatik ist mir dieses Verhältnis von Frequenz und kognitiver Verfestigung nicht ganz klar. Croft geht auf jeden Fall davon aus, dass es eine solche Korrelation gibt, aber wie stark sie ist, dazu habe ich keine Äußerungen gefunden. In der Instruktionsgrammatik gehe ich da auch davon aus, dass es eine Korrelation gibt, dass es aber keine Deckungsgleichheit ist. Das heißt, die Frequenz, der Grad der Frequenz entspricht nicht dem Grad der kognitiven Verfestigung. Vielmehr ist es eins meiner Ziele in der Instruktionsgrammatik, die Faktoren zu finden und zu beschreiben, die abseits von der Frequenz noch für kognitive Verfestigung zuständig sind. Zur kognitiven Verfestigung und zur Frequenz werden wir gleich noch etwas hören im Zusammenhang des gebrauchsbasierten Modells. Dann die vorletzte Frage wäre, sind die syntaktischen Kategorien, mit denen beschrieben wird, und die syntaktischen Relationen, Beziehungen, die man annimmt, universell. Syntaktische Kategorien wären sowas wie Nomen, Verb, also Wortarten beispielsweise. Syntaktische Relationen wären sowas wie Subjekt und Objekt. Und hier ist es so, dass diese Kategorien in der kognitiven Grammatik als universell angenommen werden. Sie werden nämlich über das Construal definiert, also bestimmte mentale Operationen, die als universell angenommen werden, und deshalb sind auch die
die sprachlichen Effekte davon universell. In der KXG ist es so, dass diese Kategorien, Wortarten, syntaktische Funktionen angenommen werden, aber es bleibt unklar, woher die kommen. Das könnte ein Überrest alter Komponentengrammatikmodelle sein. In der radikalen Konstruktionsgrammatik ist nicht ganz klar, woher die syntaktischen Kategorien Nomen, Verb und so weiter kommen. Die syntaktischen Relationen werden, wie wir schon gehört haben, als nicht universell angenommen, sofern sie Teil-Teil-Beziehungen in Äußerungen angehen. Also es gibt nicht sowas wie Subjekte zu Verben, es gibt nur Subjekte relativ zu ganzen Konstruktionen. Und in der Instruktionsgrammatik ist das eine Frage, die noch nicht bearbeitet worden ist. Eine weitere Frage, durch die sich diese Ansätze unterscheiden lassen, ist diejenige, ob jedes Forminhaltspaar eine Konstruktion darstellt. Wir haben das gesehen in der kognitiven Grammatik, dass es nur komponierte Ausdrücke sind, nicht sozusagen atomare Ausdrücke, die eine Konstruktion darstellen. In der Konstruktionsgrammatik haben wir aus der Definition der Konstruktion erfahren, dass nur nicht kompositionelle Formbedeutungspaare Konstruktionen darstellen und solche Formbedeutungspaare, die kompositionell sind, aber mit hinreichender Frequenz auftreten. In der radikalen Konstruktionsgrammatik ist das nicht ganz klar, was alles unter den Konstruktionsbegriff fällt. Und in der Instruktionsgrammatik fallen nur Korrelationen zwischen Eventualitäten, also zwischen Eventualitätskonzepten und solchen Ausdrücken, die Eventualitätskonzepte ausdrücken, nur die fallen unter den Konstruktions- bzw. Instruktionsbegriff. Ich möchte jetzt kurz auf Konstruktionsbeziehungen eingehen, das heißt Beziehungen zwischen verschiedenen Konstruktionen. Dafür möchte ich zuerst nochmal darauf hinweisen, auf etwas, das wir eigentlich schon gesehen haben, nämlich dass es Unterschiede darin gibt, wie schematisch oder spezifisch Konstruktionen sind und welcher Ort ihnen in einem Komponentenmodell traditionell zugewiesen werden würde. Wir haben nämlich zum einen, sagen wir, komplexe und weitgehend schematische Konstruktionen wie diese hier. Das wäre eine schematische Konstruktion für ein englisches Passiv, also Peter is seen by Mary beispielsweise. Und das würde in einem Komponentenmodell eigentlich in die Syntax gehören. Es ist also komplex und dabei weitgehend schematisch. Dann haben wir komplexe und weitgehend spezifische Konstruktionen wie pull someone's leg. Ich glaube, das heißt sowas wie jemanden veräppeln in der Art und Weise. Da sind pull hier das Genitiv und das leg sind spezifisch. Nur tense und das Objekt sind schematisch. Das wäre also komplex im Komponentenmodell auch noch syntaktisch, aber weitgehend lexikalisch spezifisch. Dann haben wir komplexe, aber gebundene Konstruktionen. Das wäre traditionell der Morphologie zuzuordnen. Das wäre zum Beispiel ein Plural S an einem beliebigen schematischen Nomen oder die Tense, also Tempusmarkierung an einem beliebigen Verb, also auch eine beliebige Tempusmarkierung an einem beliebigen Verb, also auch ziemlich schematisch, aber gebunden morphologisch. Dann haben wir
atomare, das heißt kleinste Einheiten, und schematisch. Hier hätten wir sowas wie syntaktische Kategorien, zum Beispiel Demonstrativum oder Adjektiv, schematisch, aber kleinste mögliche Einheit. Und dann haben wir diese kleinsten möglichen Einheiten, auch atomar, aber in spezifischer Form. Und das wären traditionell Lexikon-Einträge oder Einheiten, die Einträge im Lexikon haben, zum Beispiel this und green. Das ist angedeutet das Spektrum von Konstruktionen, einerseits zwischen Schematizität und Spezifizität und andererseits zwischen Komplexität und Einfachheit. So, schieben wir das Ganze mal nach links. Dann lässt sich hieran eine der Grundannahmen der kognitiven Konstruktionsgrammatiken erkennen. Wir sehen hier, dass wir es einerseits bei dem Spektrum von Konstruktionen mit zusammengesetzten und schematischen Elementen zu tun haben, aber auch mit nicht zusammengesetzten, einfachen und konkreten Elementen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass unser Sprachwissen sich eigentlich aus Konstruktionen zusammensetzt, dann bedeutet das, dass in den Konstruktionen oder im Konstruktionsbegriff die Trennung von Lexikon und Grammatik aufgehoben wird. Wir haben ja gesehen, dass im Komponentenmodell Lexikon und Syntax getrennt sind. Das eine ist wortbasiert, das andere regelbasiert. Und auf diese Weise funktionieren Lexikon und Grammatik auch unterschiedlich. Hier ist es jetzt so, die Grenzen zwischen dem Lexikon und der Grammatik sind aufgehoben in einem Kontinuum und diese Grenze ist aufgehoben im Konstruktionsbegriff. Die Konstruktion umfasst sozusagen sowohl solche Elemente, die einfach und konkret sind, und dann das ganze Spektrum aufwärts bis hin zu zusammengesetzten Konstruktionen, die schematisch sind. Und darin unterscheidet sich die Konstruktionsgrammatik oder unterscheiden sich die kognitiven Konstruktionsgrammatiken entscheidend von den Komponentenmodellen. Das Lexikon-Grammatik-Kontinuum ganz zentral. Und jetzt können wir diese Einheiten in diesem Spektrum zwischen Einfachheit und Komplexheit, Komplexion und zwischen Spezifizität und Schematizität, die können wir in Konstruktionsbeziehungen visualisieren. Wie hier, da haben wir einen Teilsatz oder sagen wir, dass die schematische Konstruktion Teilsatz und eine Instanz dieses Teilsatzes ist die etwas spezifischere Form NP-Nominativ und Verb, also praktisch eine intransitive Konstruktion, aber auch eine transitive Konstruktion. Und Instanzen der transitiven Konstruktion wären dann zum Beispiel solche mit dem konkreten Verb küssen. Das heißt, hier haben wir dann nur noch eine teilschematische Konstruktion, während die hier noch vollschematisch war. Und die hier ist sogar noch schematischer. Und je weiter wir nach unten gehen, desto spezifischer und weniger schematisch werden die Konstruktionen und umso mehr konkrete Einheiten tauchen auch in den Konstruktionen auf. Wir sehen hier, dass zum Beispiel diese Konstruktion NP-Nominativ, schieb eine ruhige Kugel, ist sozusagen eine Instanz der Konstruktion NP-Nominativ, schieb NP-Akkusativ.
Wir sehen aber auch, dass diese Konstruktion NP-Nom schiebt eine ruhige Kugel gleichzeitig auch eine Instanz oder teilweise eine Instanz der Konstruktion Determinierer Adjektiv Nominalphrase ist. Also in diesem Fall eine ruhige Kugel ist eine konkretere Instanz von dieser Konstruktion. Und NP schiebt eine ruhige Kugel ist eine konkrete Instanzierung dieser schematischen Konstruktion hier. Das heißt, was wir hier haben, ist auf der vertikalen Achse sowas wie Vererbungsbeziehungen zwischen Konstruktionen verschiedener Schematizität, wobei oben die größte Schematizität ist und unten ich wäre jetzt maximal spezifisch und nicht schematisch, genauso wie die Konstruktionen, die hier unten rangieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel für hier diese Teilsatz. Konstruktion ganz oben. Sie müssen sich das als riesiges Geflecht von Elementen der Sprache vorstellen. Das hier kann nur ein winziger Ausschnitt daraus sein und dieses Geflecht bildet dann sozusagen unser Sprachwissen und dass die Eigenschaften verschiedener Konstruktionen setzen sich sozusagen über die Vererbungsbeziehungen hier auf weiter unten stehende Konstruktionen fort. Es gibt auch horizontale Beziehungen. Ich habe das hier nur angedeutet zwischen diesen beiden Konstruktionen hier. Also der intransitiven Konstruktion, das Glas zerbrach, wäre ein Beispiel. Und hier der transitiven Konstruktion, für die wäre ein Beispiel, Willi zerbrach das Glas. Und zwischen diesen beiden Instanzen könnten wir jetzt sowas wie eine Extensionsbeziehung postulieren, also eine Erweiterung insofern, als die transitive Konstruktion hier den Verursacher des Zerbrechens hinzufügt im Vergleich zur intransitiven Konstruktion. Auch von diesen horizontalen Beziehungen sind sehr viele vorgeschlagen worden. Hier sind nur ein paar Andeutungen dafür. Da sind Polysemie-Beziehungen, Extensionsbeziehungen, Teil-Ganzes-Beziehungen und metaphorische Beziehungen und andere vorgeschlagen worden. Also horizontale Beziehungen. Auch diese bilden sozusagen Teile unseres Sprachwissens, welche Beziehungen auf der horizontalen Achse hier zwischen Konstruktionen bestehen. Wir können an einem solchen Netzwerk hier noch mehr sehen, zum Beispiel wie in Konstruktionsgrammatiken die Regeln aus dem Komponentenmodell ersetzt werden. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie werden mit einer Konstruktion, mit einer Äußerung konfrontiert, die schiebt eine ruhige Kugel instanziert. Und Sie können diese Äußerung als grammatisch wohlgeformt erkennen, wenn Sie sie identifizieren können als Instanz einer Konstruktion, die in Ihrem Sprachwissen existiert und von der Sie die Eigenschaften erbt. In diesem Fall hier wären das diese beiden. Wenn Sie eine solche Beziehung nicht herstellen können, sozusagen nach oben im Netzwerk oder nach links und rechts, wenn Sie mit einer konkreten Äußerung konfrontiert werden, dann könnte es sein, dass Sie sie als nicht wohlgeformt klassifizieren oder kategorisieren würden.
Und damit sind wir auch schon bei der Netzwerkidee. Hier haben Sie sowas, wir kennen das oft aus ja, Sternbildern oder aus Modellierungen von neuronalen Netzwerken, dass wir hier viele Knotenpunkte in einem Netzwerk haben. Manche sind dicker, manche dünner. Manche Verbindungen sind dicker und dünner. Manche sind ganz dünn, das heißt, dass die sozusagen nur selten benutzt werden und so weiter und so fort. Und die Ähnlichkeit zu unserem Konstruktionennetzwerk von eben, die sind natürlich evident und viele Konstruktionsgrammatiker stellen sich tatsächlich so ein Konstruktionsnetzwerk auch in dieser Weise vor. Diese Konstruktionsnetzwerke sind durchaus auch schon verglichen worden mit Sternbildern, aber vor allem auch mit einer anderen Art von Netzwerk, nämlich mit dem zwischen Neuronen. Also auch über synaptische Verbindungen. Und noch mehr als das, diese Netzwerke von Konstruktionen, die werden auch nicht nur in ihrer Ähnlichkeit zu Neuronenverbindungen erkannt, sondern die Analogie bietet sich an, tatsächlich zu glauben, dass diese Netzwerke an Konstruktionen oder Zwischenkonstruktionen tatsächlich auch neuronal realisiert sind als Netzwerke in unserem Gehirn zwischen Neuronen über Synapsen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen eigentlich im Geist jetzt solche dickeren Verbindungen und dickere Einheiten zustande? Und hier sind wir beim gebrauchsbasierten Modell und dem Entrenchment. Die Idee dabei ist, dass nicht alle Konstruktionen in unserem Sprachwissen sozusagen gleich prominent sind. Die sind nicht gleich leicht für uns abrufbar. Manche von denen kommen dauernd zum Einsatz, manche nur ganz selten. Bestimmte Vererbungsbeziehungen sind dadurch im Sprachgebrauch öfter in Anspruch genommen und manche weniger oft. Und das führt dann auch zum Beispiel dazu, dass wir Einheiten, die uns im Sprachgebrauch begegnen, eher als Instanzen von Kategorien, von Konstruktionen erkennen, die wir öfter abrufen müssen, als von solchen, die wir nur ganz selten abrufen. Und dass uns in der Sprachproduktion vor allem Konstruktionen in den Sinn kommen, die wir dann auch produzieren, die wir oft abrufen und dass wir schwerer auf solche Konstruktionen zugreifen können, die wir nur ganz selten abrufen, mit denen wir nur ganz selten im Sprachgebrauch konfrontiert sind. Um das zu beschreiben, hat wieder mal Langecker das Konzept des Entrenchments vorgeschlagen. Dabei ist es so, dass die Verfestigung, Entrenchment heißt so viel wie kognitive Verfestigung, in unserem Sprachwissen, die Verfestigung einer Einheit damit korreliert, wie oft wir sie sozusagen konsultieren im Sprachgebrauch. Und da unser Sprachwissen und unser Konstruktionswissen netzwerkartig organisiert ist, betrifft dieses Entrenchment alle Einheiten auf allen Schematizitätsebenen. Wir können uns das so vorstellen. Wir müssen hier eine Type- und eine Token-Unterscheidung vornehmen. Wenn Sie hier auf der linken Seite schauen, finden Sie hier eine Konstruktion aus einem maskulinen Determinierer und einer NP. Und das wäre eine Einheit in unserem Konstruktionswissen. Das wäre sozusagen ein Type. Dieser Type der speist sich aus Tokens. Tokens sind dann konkrete Vorkommnisse dieses Types
im Sprachgebrauch. Sie hören der Hut, Sie hören der Buckel, Sie hören der Aldi, vielleicht. Und Sie hören der Virus. Und alle diese Vorkommnisse, die stärken sozusagen ihr Konzept dieser Konstruktion hier. Man nennt das Type Entrenchment. Dieser Type, diese Konstruktion in Ihrem Sprachwissen, die Repräsentation davon, wird gestärkt, indem Sie viele Tokens dieses Types im Sprachgebrauch hören. Type Entrenchment. Daneben gibt es aber auch das Token Entrenchment. Stellen Sie sich vor, Sie hören ganz oft der Virus, der Virus, der Virus täglich im Moment. Nicht ganz unwahrscheinlich. Dann bildet sich auch eine Einheit der Virus, die für Sie leicht abrufbar ist und die Ihnen dann in der Sprachproduktion auch leicht über die Lippen kommen wird. Das heißt, eine bestimmte Instanz von dieser NP hier, die kommt immer wieder vor. Nicht verschiedene, wie der Hut, der Buckel, der Aldi, der Virus, sondern immer wieder der Virus, der Virus, der Virus. Dann bildet sich auch eine entrenchte, eine stark verfestigte Einheit der Virus heraus. Hier kehrt wieder die Abstufung in der Schematizität. Wir haben die Tokens und die Vorkommnisse dieser Tokens, die verfestigen ein schematisches Konzept davon, in dem bestimmte Gemeinsamkeiten dieser einzelnen Tokens schematisch dann repräsentiert sind als Types, nämlich die Tatsache, dass es Verbindungen aus einem maskulinen Determinierer und einer NP sind. An dieser Stelle hier kehrt der Kategorisierungsbegriff wieder. Ich versuche jetzt nur bestimmte Beziehungen zwischen Konzepten, die Sie schon kennen, und dieser neuen Information hier wiederherzustellen. Wir haben hier Kategorisierungsbeziehungen zwischen diesen konkreten Ausdrücken bei den Tokens und demjenigen, als dass wir diese Tokens erkennen oder kategorisieren. Hier findet dann auch die Schematisierung statt. Und in den Tokens finden wir natürlich auch von früher wieder die Phänomene und die Perzepte. Und indem, als dass wir diese Tokens erkennen, finden wir die Konzepte und die Kategorien wieder. Ich möchte zuletzt am gebrauchsbasierten Modell einen großen und wichtigen Unterschied der Konstruktionsgrammatik zu den Komponentenmodellen der Grammatik deutlich machen. In der Komponentengrammatik wird ja sowas wie Nicht-Wohlgeformtheit, nicht-grammatische Äußerungen, nicht-konventionelle Äußerungen, die sind leicht erklärbar, indem man sagt, okay, hier sind zwar Einheiten aus dem Lexikon zusammengefügt, aber nicht den syntaktischen Regeln gemäß, nicht den Prinzipien des syntaktischen Strukturaufbaus gemäß. Und das macht sie dann eben ungrammatisch. In der Konstruktionsgrammatik und im gebrauchsbasierten Modell geht es jetzt aber darum, wie sich Sprachwissen aus dem Gebrauch bildet. Darin kehren die empiristischen Ideen wieder. Es gibt also nicht sowas wie von vornherein feststehende Regeln, denen dann konkrete Äußerungen entsprechen können oder nicht entsprechen können, sondern
Was es gibt, ist lediglich ein Netzwerk aus Konstruktionen, die in bestimmten Beziehungen zueinander stehen. Was es nicht mehr gibt, ist eine Unterscheidung zwischen Lexikon und Regeln, zwischen Lexikon und Grammatik, so dass bestimmte Äußerungen diesen Regeln entsprechen oder nicht entsprechen. Stattdessen haben wir jetzt auf einmal nur noch ein Lexikon-Grammatik-Kontinuum, weil die Konstruktionen in unserem Sprachwissen ein Netzwerk bilden, wo es zwar schematischere und weniger schematische, komplexere und weniger komplexe Konstruktionen gibt, aber es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Lexikon und Grammatik. Und insofern muss die gebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik auch erklären können, wie es jetzt trotzdem sowas wie Strukturen gibt, die nicht wohlgeformt sind oder nicht konventionell. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Längecker das im gebrauchsbasierten Modell erklärt. Zunächst einmal den Fall der Wohlgeformtheit. Wir haben hier in diesem Kästchen unser Sprachwissen L. Und Teil dieses Sprachwissens ist eine Einheit darin, so eine Einheit in unserem Netzwerk von Konstruktionen, sagen wir A. Und jetzt geraten wir in eine sprachliche Interaktion, in ein Usage-Event und werden mit der sprachlichen Variante B konfrontiert. Und was dann passiert, ist, dass wir A, nein, Entschuldigung, dass wir B als Instanz unserer Konstruktion A erkennen. Mit anderen Worten, im Rahmen der Kategorisierung von B stellen wir fest, B fällt unter A. Das heißt, die Variante B, mit der wir konfrontiert sind, fällt sozusagen unter A und ist damit wohlgeformt. Jetzt könnte es aber auch passieren, dass B zwar in manchen Hinsichten, in manchen seiner As Form- oder Bedeutungsaspekte unter A zu bringen wäre, in anderen aber nicht. Das heißt, dass B abweichend von A ist, das heißt nicht unter A zu bringen ist, nicht als A kategorisiert werden kann. Und wenn das passiert, und wenn das auch nicht befriedigend mit anderen Einheiten in unserem Sprachwissen in Einklang gebracht werden kann, dann werden wir B als nicht wohlgeformt kategorisieren. Oder wir sagen dann, B gilt als nicht wohlgeformt und nicht konventionell. Ganz einfach. Wenn ein Schema dafür vorhanden ist, relativ zu dem B oder ein Sprachgebrauchsaspekt klassifiziert werden kann, kategorisiert werden kann, dann ist es wohlgeformt und wenn nicht, dann nicht. Jetzt kann es aber passieren, dass wir ziemlich oft mit genau diesem B konfrontiert werden. Denken Sie an den Ausdruck der Virus. Wir hören dieses Token ziemlich oft, das heißt, das bekommt dann im Sprachgebrauch eine hohe Tokenfrequenz. Stellen Sie sich aber vor, in unserem Sprachgebrauch existiert bisher nur die Einheit das Virus. Bei einem einmaligen Vorkommen von der Virus würden wir sagen, okay, nicht konventionell, nicht wohlgeformt. Wenn das aber jetzt ganz oft passiert, dann kann es sein, dass sich aus diesen vielen Tokens, diesen vielen Einheiten, nein, Entschuldigung, diesen vielen Vorkommnissen von der Virus selbst eine Einheit in unserem Sprachwissen bildet, und zwar durch deren Entrenchment, durch deren kognitive Verfestigung, allein dadurch, dass es ganz oft vorkommt. Ich habe das hier nochmal illustriert. Wir haben eine Zeit, in der wir vor allem diese Tokens hören und die verfestigen
oder haben auch schon verfestigt in unserem Sprachwissen die Konstruktion das Virus. Und jetzt kommt es aber dazu, dass wir zunehmend auch eine konkurrierende Version hören, nämlich der Virus, dass wir zunächst noch nicht unter ein Schema bringen können, noch nicht als Instanz eines Schemas kategorisieren können. Aber je öfter das passiert, und es passiert im Moment sehr oft, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich in unserem Sprachwissen durch das Token Entrenchment von der Virus eine eigene Einheit ausbildet, die dann in einer bestimmten, vielleicht Extensionsbeziehung zu das Virus steht. Auf diese Weise erklärt das gebrauchsbasierte Modell sowohl Wohlgeformtheit und Nicht-Wohlgeformtheit als auch Sprachwandel. Nämlich dadurch, durch Type- und Token-Frequenzen und dadurch als Instanzen welcher schon bestehenden Konstruktionen etwas im Sprachgebrauch kategorisiert wird. Das Zauberwort dabei ist natürlich die Frequenz. Die kam jetzt schon öfter zum Einsatz und die Beziehung zwischen Frequenz und Entrenchment. Hier ist die Definition für Entrenchment, für kognitive Verfestigung aus dem Glossar der kognitiven Linguistik. Da heißt es, dass Entrenchment das Zustandekommen einer sprachlichen Einheit als kognitives Muster oder Routine im Geist eines Sprachbenutzers oder einer Sprachbenutzerin ist. Und eine sprachliche Einheit durch Entrenchment wird etwas, je frequenter es im Input des Sprachbenutzers oder der Sprachbenutzerin ist. Dabei gilt sowohl Type Entrenchment als auch Token Entrenchment, über die wir vorher gesprochen haben. Und hier sehen Sie, wie tatsächlich der Grad an Entrenchment gleichgesetzt wird mit dem Grad der Frequenz einer Einheit im Sprachgebrauch. Und das, obwohl die Grammatiktheorien theoretisch durchaus davon ausgehen, dass es auch andere Ursachen für kognitive Verfestigung geben kann als Entrenchment. Aber da vor allem die Frequenz sich empirisch quantifizieren lässt, nämlich in der Korpuslinguistik, wird oft praktisch davon ausgegangen, dass die beiden perfekt korrelieren. Und Entrenchment und kognitive Verfestigung sind so wichtig, weil sie wiederum mit was anderem korrelieren, nämlich mit der Abrufbarkeit der verfestigten Einheiten aus dem Gedächtnis und ihrer Widerständigkeit gegen Veränderung, gegen Wandel. Und was heißt das, dass hochgradig verfestigte Einheiten leichter abrufbar sind? Nun, das heißt für die Sprachproduktion, dass sie vor allem die Einheiten in der Sprachproduktion verwenden, die bei ihnen am meisten, am stärksten kognitiv verfestigt sind und nicht die, die nur selten vorkommen. Und dass sie im Sprachverstehen versuchen, ihren Input als Instanzen von stark verfestigten Schemata und Konstruktionen zu kategorisieren, als von solchen, die auch selten vorkommen, die bei ihnen nicht so kognitiv verfestigt sind. Und das bedeutet immer einen Vorteil für häufige Varianten und einen Nachteil für nicht häufige Varianten, die dann möglicherweise irgendwann ganz außer Gebrauch kommen und sozusagen in niemandes Sprachwissen mehr eine Einheit bilden. Und damit bin ich für dieses Mal am Ende. Es war ja auch genug. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit
Und bis zum nächsten Mal, dann wird es wieder übersichtlicher werden. Wir werden nämlich Einzelstudien in einzelnen kognitiven Konstruktionsgrammatiken besprechen. Und zwar eine nach der anderen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.